Hallo Freunde, ich bin's Flo. Willkommen zurück zu einem Video bei Flo Motion Time. Und heute geht's weiter mit der Keyplay-Serie von den Onmyoji-Sets. Ich habe ja hier schon die anderen drei aufgebaut, die sind ja wirklich sehr niedlich. Und wir haben hier diesmal die K20118 war das genau. Hier. Und mit 328 Teilen ungefähr. Ich habe wieder nachgezählt. In der Anleitung steht da nirgendwo drauf. Nehmt die Zahl nicht ganz genau, aber in etwa so stimmt's. Und es handelt sich hier wohl um einen Suppenladen. Und zwar hier ist es der Charakter, passend zu diesem Set. Ich kenne die nicht, aber ich habe natürlich versucht herauszufinden, wer es ist. Und es ist wohl Moba, so heißt die. Und in der Beschreibung steht wohl, ja, sie wollte ihre Mutter wieder glücklich machen, indem sie ein seltenes Kraut sammelt, was die Leute eben glücklich macht und daraus eine Suppe kochen. Und ich denke mal, davon handelt auch hier dieses Set. Indem sie solche glücklich machenden, sorgenvergessenen Süppchen verkauft. Aber bevor ich euch das Set gleich nochmal ein bisschen im Detail zeige, kommt wie immer erst das Aufbauvideo. Also viel Spaß und bis gleich. So Freunde, da bin ich wieder mit dem fertig gebauten kleinen Suppenlädchen hier. Ein echt niedliches Set, wie die anderen auch schon. Und gucken wir erstmal schnell, wie immer, in die Anleitung. Die haben wir hier. 34 Seiten sind es. Na, krieg ich's auf. So. Ist in Vollfarbe bedruckt und ja, alte Baumstämme werden immer so ganz leicht ausgeblasst, aber man kennt die Farben noch, das finde ich sehr gut. Und eine kleine Besonderheit ist mir aufgefallen in der Anleitung, also ich hatte es persönlich zumindest noch nie in einem anderen Set, da haben wir zwei Steine, zwei Slopes, die voll bedruckt sind, waren auf normalen Plate aufgenoppt schon. Wahrscheinlich, um sie halt besser bedrucken zu können, so in einem Rutsch. Und ihr sollt sie dann halt erstmal wieder abmachen, damit ihr im nächsten Schritt diese eine Plate verwenden könnt. Finde ich ganz witzig, habe ich vorher noch nie im anderen Set gesehen. Ist jetzt auch nur eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. So, dann Steinequalität, Keyplay-typisch, ist natürlich 1A, Kleinkraft und so weiter, top. Die Prints sowieso, alle super gut, dann gefehlt nichts, war alles da. Und wie immer, der Keyplay teilt an. Kleiner Haufen Steinchen war über, hier geblieben. Die eine große Fliese ist auch über, da wir noch eine zweite haben, wo der NetEase Games Print drauf ist. Und sogar eine bedruckte Fahne war diesmal über, ein größeres Teil. So, ansonsten, wie ihr seht, schon nur Kleinkram. Machen wir mal schnell wieder beiseite. Eigentlich immer noch ein Teil, da ist es. Zack. So, dann machen wir mit der Figur weiter, die hier. Also ich habe das Spiel ja nicht gespielt und in einem nicht geguckt, deswegen weiß ich nicht ganz genau. Aber ich habe es natürlich versucht rauszufinden, wer es ist. Und es ist wohl, wie gesagt, Moba oder so heißt sie. Dort stand noch in der Beschreibung, ja, ihr Vater ist gestorben. Dadurch war ihre Mutter sehr, sehr traurig und sie wollte wieder glücklich machen. Deswegen hat sie versucht, irgendein Kraut zu finden, mit dem sie eine Suppe oder so kochen kann. Mit dem sie wieder die Leute, ihre Mutter glücklich machen kann und ihre Sorgen vergessen. So in etwa. Traurige Geschichte, nicht wahr? Aber ihre Mutter ist dann wohl schon vorher abgehauen, bevor die Suppe fertig war. So ist es. So, jedenfalls, die Figur ist
sehr schön bedruckt von allen Seiten. Die Keeble-Figuren sind wirklich super schön, wie ich finde. Meine Lieblingsfiguren. Und schön ist diesmal die Figur hier, die steht auch von alleine. Die kippt nicht um. Ihr seht es schon, obwohl sie ein großes Hardtail hat. Wir hatten ja hier schon ein paar andere, die sehr ja, hecklastig waren oder ja, dadurch umgekippt sind. Dann haben wir hier noch ihren, ich weiß nicht, Freund, Monsterbegleiter, Haustier, keine Ahnung. Ja, ihr seht schon, es soll eine Schüssel wahrscheinlich darstellen. Ja, sie kocht ja Suppen oder Tränke, wie auch immer. Und dazu haben wir die passende Monsterschüssel mit Gesicht vorne. Oder im Gesicht kann man es ja fast nicht, ne? Ist ja nur ein Mund, ein Maul. Und an den Seiten haben wir dann auch nochmal das gleiche bedruckt. Also wir haben jetzt gerade vier bedruckte Slopes drauf. Und man kann die natürlich oben drauf stellen, hinsetzen. Dann kann man damit rumreiten. Ist hier auch so auf der Anleitung übrigens vorne drauf. Ich muss euch ja nichts mal groß anwenden. Guckt euch mal an. Guckt mal ganz genau auf die Beine. Achtet mal drauf, wo die hin verschwinden. Einfach ist nichts. Die Beine sind einfach zack. In den Stein drin. Geht natürlich nicht. Wo soll hin? Photoshop-Künstler wieder am Werk. So, dann zum Set selber. Ihr seht schon hier, so eine kleine Holzhütte soll es wohl darstellen, an dem ihre Suppchen verkauft. Sieht ganz niedlich aus von außen. Wir haben hier wieder so ein bisschen Kirschblüten-Esterzeug, irgendwas dran. Hier haben wir unten so ein kleines Bächlein angedeutet. Blaues Wasser. Da ist auch so eine Brücke drüber. Eine Holzbrücke soll es wohl sein, schätze ich jetzt mal. Eine kleine. Sieht ganz niedlich aus, fühlt zwar ins Nichts, aber sieht trotzdem gut aus. Da haben wir noch ein paar Fähnchen dran, die typischen. Und hier ist wohl der Eingang. Hier hängt so eine schöne bedruckte Fahne drüber, die so zwei Stoffbahnen darstellen soll, wo man durchgehen kann. Was ich lustig finde, ist, hier seht ihr das blaue Wasser und hier soll wohl der Eingang sein. Also wenn man dort rein oder raus möchte, muss man wohl durchs Wasser warten, latschen. Ja, okay, vielleicht macht es den Shikigami-Monstern hier nichts aus. Komisch. Oder man ist hier wohl draußen vorm Wasser, keine Ahnung. Dann haben wir hier noch zwei so eine netten rechts und links, wahrscheinlich Laternen soll es sein. Hatte ich jetzt mal wieder mit diesem Ketchup-Design, nenne ich es mal. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wie die heißen oder was die darstellen sollen oder was für eine Bewandtnis die haben oder was die können. Aber wir hatten schon hier exakt dasselbe. Diese kleine Flasche, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau, ob es einen Namen hat oder nicht, aber scheint wohl öfter in diesem Onyoji-Spiel vorzukommen. Dann, ja, wie ihr seht schon, wie viele Prints, viele Fliesen, die bedruckt sind. Und Teile ja, auf der Vorderseite, eine ganze Reihe kleiner Round Plates, die alle bedruckt sind. Hier oben ist noch eine Fliese, da steht glaube ich nur drauf, ist schwer zu lesen, was alles chinesisch ist. Ich kann es nicht wirklich lesen, ich kann es nur übersetzen, so halbwegs. Übersetzer sagt, steht wohl Schüssel, die das Leiden lindert. Irgendwie sowas in dem Dreh. Hier unten auf den kleinen gelben Fliesen, wo auch nur wieder alles lecker und spezial steht da drauf. Sowas in der Richtung. Und dann haben wir hier noch eine kleine Steinlaterne, die so ein bisschen orange-gelb von innen hinaus leuchtet. Und hier an der Seite haben wir nochmal drei Statuen. Da weiß ich auch nicht, ob die jetzt im Spiel drin vorkommen oder nicht. Aber für mich sehen die sehr, sehr nach diesen typischen Jizo-Statuen aus, die in Japan überall rumstehen. Die ja die Beschützer der Reisenden und Kinder sind und die Begleiter der Toten gehen ins Totenreich quasi. Also für mich sehen sie verdammt danach aus, mit diesem kleinen roten Schal und so. Also ich denke mal schon, dass sie das sein sollen. Sind jedenfalls sehr schön berücksichtigt. Sind auch wieder die zwei Slopes drauf, die so zusammengehören. Ihr seht auch diese perfekt, also zwei Einzelteile und die Prints, die schließen wirklich perfekt, die gehen perfekt ineinander über. Das ist sehr schön. Und dann sind wir auch schon auf der Rückseite. Da sieht man diesmal wirklich nicht viel. Da ist kaum was los. Also innen drin in dem Shop gibt es nichts außer diesen einen Tresen dort vorne, auf dem nur diese zwei Suppenschüsselchen stehen wahrscheinlich und eine weiße und eine pinke Fliese. Und so war es mir erst ehrlich gesagt nicht zu sehen. Auch innen drin gibt es keine Noppen zum Aufnoppen. Wir haben nur die eine Fliese wieder mit dem NetEase Games Print drauf, die man ja übrigens hier, wie ja schon gesagt, hier mit der Fliese wieder tauschen kann, mit der Blanko-Fliese, wo nichts drauf ist, falls man den NetEase Games nicht haben möchte. Dann, wie gesagt, wir haben keinen Noppen, aber das ist ja diesmal auch wieder egal, weil die Figur passt nicht rein, obwohl, wenn man sie, wie ihr seht, schon so reinboxiert, passt sie diesmal. Wir haben diesmal nämlich genug Kopffreiheit und man könnte zum Teil hier echt drinnen spielen. Das ist, glaube ich, das erste Keeble-Set aus dieser Serie jetzt, wo die Figur auch wirklich so reinpasst.
Das ist natürlich löblich, weil ja, ich finde die Figur nämlich super schön und ich finde schon, dass es durch die ganzen Details echt kleine Spielsets sein könnten, aber natürlich, wenn die Figur nicht reinpasst, dann ist Mist. Hier passt sie rein, das ist schön. Dafür haben wir dafür, ja, innen drin nicht wirklich viel, nur einen gefliesten Boden in Braun und das war's. Und hier, wie gesagt, von diesen kleinen Tresen ist nicht viel zu sehen. Aber so, vom Aussehen her, von außen, von vorne sieht es sehr schön aus. Auch hier das kleine Monster, was dazu ist, auf dem kleinen Spinnenbeinchen hier, ist sehr witzig. Und natürlich die Figur ist auch wieder 1A. Also insgesamt super schönes Set, wie die anderen ja auch schon. Und ein kleines Set habe ich noch aus der Serie vom Kammerjäger geliehen bekommen. Das baue ich dann auch als nächstes auf. Da haben wir die Onmyoji-Serie schon fertig. Leider muss man ja sagen, da die Sets echt hübsch und niedlich sind. Also davon könnte es von mir aus noch mehr geben. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.